Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Heute eine neue Rezension. Das Spiel Kabanga von Amigo ist heute auf dem Prüfstand. Viel Spaß! Ja, hallo. Kabanga möchte ich euch heute vorstellen. Autor ist Michael Modler und Kreativbunker ist oder sind die grafischen Gestalter des Spiels. Wir haben ein Familienkartenspiel ab 8 Jahren für 3 bis 6 Personen in knapp 20 Minuten vor uns. Und bevor ich in das Fazit hineingehe, erstmal eine kurze Regelerklärung zum Spiel. Viel Spaß! Wir haben 4 verschiedene Farben, die wir in unsere Auslage legen. 8 Startkarten mit unterschiedlichen Zahlen, die wir mischen. Und dann willkürlich neben die 4 Farben auslegen. Und wir haben einen Stapel mit 4 Farben und den Zahlen 1 bis 18, die werden ebenfalls gemischt und an die Teilnehmenden jeweils 8 Karten ausgeteilt. Ich habe jetzt einfach hier 2 Spieler ausgeteilt, auch wenn ich natürlich weiß, dass das Spiel mit 3 bis 6 Spielenden zu spielen ist. Nun haben wir die Karten auf der Hand und legen dementsprechend Karten aus. Idealerweise, wenn wir hier eine rote 6 haben, legen wir die einfach hier drauf. Und das bedeutet 5 zu 6, da passt keine Karte dazwischen. Wir legen also Karten an entsprechende Farben aus. Ist jetzt die gleiche Person hier dran und würde an die gleiche Farbe was auslegen, weil sich jetzt gerade die 4 hier anbieten würde, dann müsste sie leider eine Strafkarte ziehen. Denn wenn man die gleiche Farbe spielt wie der vorhergehende, muss man das dementsprechend auf die Hand nehmen. Spielt jetzt eine Person, ich illustriere das jetzt mal am Beispiel der lilafarbenen Karte, würde ich natürlich jetzt hier nicht machen. Ich würde lieber die 11 oder die 12 ausspielen, hier eine 2 ab. Dann rufen alle, die in dieses Zahlendelta von 2 bis 14 eine Zahl ausspielen könnten, also hier in diesem Fall die lilafarbene 9, Kabanga, schmeißen die Zahl ab und die Person, die diese 2 jetzt in diesem Fall gelegt hat, muss sich eine Strafkarte pro abgelegter Karte wieder auf die Hand ziehen. Das machen wir so lange, bis einer seine letzte Karte ausspielt und dann zählen wir unsere Minuspunkte. Auf den Karten sind hier Punkte angegeben von 1 bis 3 und die addieren wir zusammen, also in diesem Fall jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also 10 Minuspunkte. Das Prinzip kennen wir beispielsweise von 6 nimmt den Hornochsen und diese 10 Minuspunkte schreiben wir dann dementsprechend auf. Das machen wir so lange, also es wird dann die nächste Partie gespielt, das machen wir so lange, bis eine Person maximal 18 Minuspunkte hat, dann endet das Spiel und der Sieger steht fest mit den wenigsten Minuspunkten in diesem Spiel. Das waren schon die Regeln, sehr einfach, jetzt kommt noch mein Fazit. So, das war die Regelerklärung. Wie ihr schon mitbekommen habt, ist Kabanga relativ leicht zu verstehen. Die Regeln sind kurz, überschaubar, gut geschrieben und man ist relativ schnell im Spiel drin und es tut auch nichts zur Sache, dass man hier mit Leuten spielt, die das Spiel vielleicht noch nicht gespielt haben. Spätestens nach einer Partie ist das Ganze sofort verstanden und die Partien sind ja eh relativ kurz.
Eine Partie dauert um die 5 Minuten. Man braucht 3 bis 5 Partien, um eben diese 18 Minuspunkte zu knacken. Es gibt sicherlich immer mal wieder bei einem solchen Spiel das Thema Glücksfaktor. Der ist natürlich gegeben, was ziehe ich für Karten nach, welche Karten spielen die anderen dementsprechend aus. Das kann halt mal gut laufen, das kann halt mal nicht so gut laufen. Aber bei 5-minütigen Partien und bei mehreren Partien, die ich eben halt habe, um eben halt so eine komplette Runde Kabanga zu spielen, ist das eigentlich überhaupt gar kein Problem, dass mal in einer Runde es nicht so funktioniert. Dafür gleicht sich das über die verschiedenen Runden aus. Ich habe in meinen Gruppen erlebt, dass immer sehr viel Emotion am Tisch war. Gerade dabei passt das gerade mit diesem Kabanga-Rufen. Habe ich die Möglichkeit, diese Lücken doch relativ klein zu machen, warte ich darauf, wie der Stapel sich entwickelt, um eben halt eine ungünstige Karte möglichst spät erst ausspielen zu können. Oder habe ich die so lange auf der Hand, dass am Ende eben halt sehr viele von profitieren und ich, obwohl ich in einer relativ guten Position war, dann eine Menge Handkarten wieder draufnehme. Manchmal entscheide ich mich, an der gleichen Farbstelle abzuspielen, weil es mir gerade besser passt, nehme die Strafkarte aber gerne in Kauf, um eben dann sich die gerade bietende Gelegenheit auch zu nutzen. Glücksfaktor, hatte ich gesagt, ist vielleicht so das Einzige, was ich an der Stelle in Anführungszeichen negativ sehe, finde ich aber bei einem Familienspiel vor allen Dingen dieser Dauer überhaupt kein Problem. Das, was noch sehr spannend sein könnte, ist gerade mit Kindern, die im Zahlenraum von 1 bis 20 unterwegs sind. Für die ist das Spiel sicherlich eine ganz gute Übungssache, um in diesem Zahlenraum sicher zu sein und abschätzen zu können, kann ich jetzt diese Karte ausspielen oder nicht. Also meines Erachtens sind das so Kinder ab der 2., 3. Klasse, die dann in diesem Zahlenraum halt unterwegs sind und da eben halt vielleicht auch noch ein bisschen mehr Sicherheit und Selbstsicherheit finden und das eben halt auf hier eine sehr ganz angenehme spielerische Art. Von meiner Seite ist Kabanga definitiv eine Empfehlung, passt wunderbar auch ins Handgepäck, ich suche ja immer solche Spiele, die man im Restaurant spielen kann, wenn man diese Viertelstunde, 20 Minuten mit Kindern auf das Essen wartet. Das ist genau so ein Spiel, was in diese Kategorie hineinfällt. Also definitiv eine Empfehlung, starkes oder gutes Spiel aus der Amigo Collection des Herbst 2023. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Demnächst gibt es weitere Reviews hier und bleibt dem Kanal gewogen. Bis dann, euer Christoph. Macht's gut. Tschüss.